willkommen zum nächsten Starter. Ich bitte um riesen Applaus, bis auf der Bühne ist wir dabei. Puh, die Zahlen steigen hier. Geht's dem Dolmetscher noch gut? Schaffst du das noch? Ich gebe jetzt Gas, ich sag's dir. Ich hoffe, du kriegst es hin. Gut, worum geht's? Umweltsünder. Umweltsünder. Ich war in letzter Zeit, habe ich mich mit der Umwelt beschäftigt. Warum? Wir saugen an allen Ecken und Enden an Strom und verbrauchen alles das, was wir eigentlich überhaupt nicht brauchen. Die Autos, die wir verwenden, der Auspuff, der nach außen geht. Wir kaufen ein Sachen, die wir nicht brauchen und wir essen nicht auf, sondern wir schmeißen auch die Dinge weg, weil wir sie nicht mehr brauchen. 15 Jahre lang habe ich geraucht. Über 100.000 Zigarettenstümmel habe ich auf den Boden geworfen. Sie haben sich gesammelt und was ist passiert? Die Umwelt hat dran gelitten. Mein Mitbewohner schreit mich immer an und sagt, hör auf damit, du bist ein Schwein, du stinkst, was soll denn das? Überall Müll, Müll, Müll. Chill. Ich bin eh sauber. Bitte sei nicht so eitel. Oh Gott, du Tussi. Ja, ich meine, die Kuh scheißt auch. Mein Gott, ja, was scheißt du dich an? Ja, CO2 stinkt, die Kuh stinkt auch. Beruhig dich. Ich war in 73 Ländern. Ich bin verreist und habe die Welt gesehen und habe viele Erfahrungen gesammelt. Und eines ist mir in Erinnerung geblieben. Autos verkaufen. Wie wäre es mit Fahrrädern oder zu Fuß? Müll nicht einfach zusammenschmeißen, sondern sortieren. Vor 3 Monaten habe ich aufgehört zu rauchen und habe gesagt, aus, Ende, nein. Ich habe es geschafft. Am Ende wird auch klar werden, warum ich aufgehört habe zu rauchen. Ich habe sehr viele Länder gesehen und ich wünsche euch, dass ihr mich jetzt auf eine Reise begleitet. Stellen wir uns vor, wir sind alle ein Adler und wir bereisen die Welt, die Kugel, mit seinen Bergen, mit seinen Wiesen, mit seinen Tälern, mit seinen Kontinenten, Afrika, Amerika, Europa. Fliegen wir über das Meer und gelangen wir zu den Bergen, zu den Blumen, zu den Feldern, zu den Bäumen, wo das Wasser plätschert. Gehen wir weiter und wir landen in Afghanistan, überall Bomben, Kanonen, überall Granaten und die Luft, die verdreckt und verschmutzt ist. Kein blauer Himmel, grauer Himmel, keine Luft. Die Reise geht weiter. Indien, Menschen überall, Häuser überall, zu viel Kultur, zu viele Menschen. Armut herrscht, die Menschen haben Hunger, sie werden gestoßen und geschlagen, jeder kämpft fürs Essen, sie haben nichts zu essen, die Reise geht weiter. Nepal, Berge, Wandern, so schön, die Landschaft, der Schnee, die Sonne, und dann der Müll, der sich auf der Seite rechts, links, überall versammelt. Die Fische, die sterben, die man einfach aus dem Wasser zerrt, weil sie schon tot sind. Die Reise geht weiter. Burma, Berge, Felder, Wasser, um Gottes Willen so schön. Überall Häuser, reihenweise. Und dann die Wälder, die abgehackt werden. Ein Baum nach dem anderen. Sie werden verbrannt, sie werden verwertet. Die Reise geht weiter. China, Hochhäuser, Metropole, überall Geschäfte. Chemie fließt in den Tälern, Chemie fließt in den Wässern. Das Trinken, die Gläser, alles, was man nicht braucht, wird ins Wasser geschmissen. Die Reise geht weiter. Nordkorea, Autos, Fahrräder, es geht nur um Arbeit. Armee, am Abend, wenn die Menschen nach Hause gehen und sich duschen, ist es so, dass sie sich das Schwarze vom Leibe waschen. Der Dreck biegt am Körper, die Reise geht weiter. Hawaii, Meer, Palmen, Surfer, aber Schwimmen und Surfen geht bald nicht mehr. Der Müll, der Dreck, der in einem ins Gesicht fließt, lässt einen nicht mehr schwimmen. Die Reise geht weiter und weiter nach oben. Wir entfernen uns vom Planeten. Und ihr seht, ich habe einige Länder besucht und gesehen und die Menschen, wir Menschen, wir sind Umweltsünder. Die Erde, wenn wir die Erde weiterhin so behandeln, die Natur zerstören, die Bäume fällen, die Umwelt vergewaltigen und einfach alles, was wir nicht brauchen, auf den Boden schmeißen, weil es zu viel ist und weiterbauen und weiter verdrecken. Ganz ehrlich, wer kein Herz dafür hat, hat schon verloren. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Das werde ich dann beim zweiten Teil, wenn ihr mich wählt, euch erzählen, warum.
Und bitte vergesst nicht die Umwelt. Danke.